Ja, sorry für meine Fingernägel. Ich war über Ostern im Nagelstudio bei meinen Töchtern. Ich bin Henrik, 42 Jahre alt, Softwareentwickler und bin bei JobSales für den Import der Stellenanzeigen zuständig. Henrik, you are my man. Wie vereinbarst du deinen Beruf als Softwareentwickler mit deinem Sport? Für mich war es schon immer wichtig, als Ausgleich zur sitzenden Tätigkeit, zur Arbeit am Computer eine aktive Mittagspause zu haben. Deswegen habe ich von Beginn an versucht, mein Lauftraining, teilweise auch mein Schwimmtraining in die Mittagspause einzubauen. Welches sind deine drei wichtigsten Skills und wo strugglest du regelmäßig? Ich glaube, meine drei wichtigsten Skills sind zum ersten Entschlossenheit. Ich glaube, dass es sowohl in meinem Sport als auch in meinem Beruf darum geht, sich Ziele zu setzen und die langfristig entschlossen, motiviert durchzusetzen. Dann geht es um Lernwilligkeit. Ich muss bereit sein, mich immer in neuen Situationen anzupassen und ich muss flexibel sein. Ich muss sowohl im Job als auch im Sport mich flexibel auf neue Situationen einlassen und anpassen können und immer das Bestmögliche draus machen. Wie sieht dein Alltag während den Ironman-Vorbereitungen aus? In der direkten Wettkampfvorbereitung, die so 10 bis 12 Wochen vor dem Wettkampf bedeutet, ändert sich das dann ein bisschen. Da kommt vom Trainingsaufwand, kommen wir da so bei 16 bis 22 Stunden raus, die sich hauptsächlich am Wochenende abspielen. Aber ich muss dann eben auch versuchen, 8 bis 10 Stunden teilweise in die Woche zu integrieren. Und das ist in Verbindung mit Familie und Job natürlich teilweise schwierig, funktioniert nur dann, wenn die Familie das unterstützt, der Arbeitgeber, der Job das hergibt, dass ich meine Mittagspause dann eben auch laufend verbringen kann. Sind wir durch?